Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder zu Alchemist Awakening eingeschaltet habt. Wir haben uns ja letzte Mal den Singleplayer auf normal angeguckt und ich habe mir gedacht, ach komm, wir schauen uns heute mal den Singleplayer im Creative Mode an. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier drauf, löschen mal, ja, möchten mal. Okay. Dann schreiben wir hier wieder Tanas hin. Machen diesmal den Creative Mode rein. Und dann würde ich sagen: Create. Generating World. Jawohl, ja. Wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Das sieht doch lustig aus. So, das heißt, wir wissen ja schon, erstmal ein bisschen einsammeln. So, zack. Wobei, warte, Ach, guck mal, wir brauchen gar nicht einsammeln. Wir können uns jetzt auch mal angucken. Round Window. Ach, cool, was es alles gibt. Das sind hier auf jeden Fall die Steine. An wen erinnert euch das hier? Oder an was? Chrysosolla, Lava. Okay, haben wir auch alles. Opal, Rubin. Dann haben wir hier Gemüse. Leaf, Fire Leaf, Sand Leaf, Grass, Eisgras. Okay, dann haben wir hier die ganzen, ne? Wasser, Feuer, Give Life, Make Useful, Lightning, Flames. Und Tools. Das Totem haben wir ja letztes Mal schon gehabt, ne? Da ist der weiße Ofen, rote Ofen. Ach, guck mal, Kisten haben wir hier. Große Steine. Fire Sword. Saphir Sword. Ach, geil. Frost Sword. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Ich würde sagen, ich glaube, in dem Modus sind wir auch, haben wir, glaube ich, auch keine Gegner auf der Insel, oder? Da hinten ist ein Wolf. Okay, also Gegner scheinen doch da zu sein. Da ist ein Hirsch. Ah, doch, Gegner sind da. Würde ich glaube mal sagen, wir machen uns vorsichtshalber. Ich würde sagen, ich nehme ein Feuerschwert, oder? Yeah! Einfach mal, um zu schauen. Sieht geil aus, oder? Ob wir damit kämpfen können? Hängt der da jetzt im Baum? Nee, ne? So. Sollen wir es mal probieren? Komm, wir kämpfen mal. Hallöchen! Kommst du zu mir? Greifst du mich an? Na, guck mal, im Creative Mode sind sie friedlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass er mich angreift. Kann ich dich angreifen? Ja. Kann ich. Aber da passiert nicht viel. Ja, du läufst weg, das ist klar. Aber wir hatten doch hier eben noch einen Wolf gesehen. Da vorne. Oh, guck mal, hier ist ein schöner Platz zum Bauen, würde ich meinen. Hier sind Wölfe. Hallo. Tust du mir was? Nö. Also alle, die hier bösartig sind, die greifen uns nicht an. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann können wir uns jetzt im Creative Mode mal da oben die Burg ansehen. Da war ja, sah ja aus, als wäre eine Burg oben auf dem Berg. Ich will die mir mal angucken. Zeige mir die Burg. Achso, hier kommen wir, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Komme ich hier hoch? Wow, das wäre es jetzt gewesen. Kann ich rennen? Nee, kann ich auch nicht. Da unten steht auch wieder einer. Ne, weil wir haben ja letztes Mal
wo ich hier lang gelaufen bin, hier oben irgendwas gesehen, was ich mir gerne ansehen wollte. Also das Schwert sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus, oder? Ach, guck mal. Hier ist auf jeden Fall ein Punkt. Was ist das hier? Das ist ein... Ja, da ist auf jeden Fall dieser Stein drauf, den wir auch in dem Inventar gesehen haben, der blaue. Guten Tag, die Herren. Guck mal, da ist sogar eine... Oh. Ah, jetzt weiß ich auch, wie man an die Sachen rankommt. Mein Inventar habe ich natürlich gerade nichts. Na, also so kommt ihr an die Lootkisten. Interessant zu wissen. Ich dachte eigentlich, hier wäre irgendwas. Hier ist gar nichts. Oh, da vorne, guck mal, die Langzunge hier sieht auch geil. Die Insel sieht auch geil zum Bauen aus, oder? Also die Welt ist schon ziemlich groß, wenn ihr guckt. Hinten ist auch wieder so ein Turm. Auf diesen Türmen sind oben diese... Warte. Die hier sind da oben drauf. Ah, jetzt ist da, wo ihr die herbekommt, wenn ihr das spielt. Guck mal, das soll Ruinen darstellen. Das ist ja auch nice. Das ist ein Gitterfenster. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, wir rennen jetzt ja einfach mal ein bisschen über die Map und schauen uns mal die Map an, wa? Theoretisch könnten wir wahrscheinlich jetzt auch durchs Wasser. Oh, nicht einfach hier irgendwo runterspringen. Die Wölfe, die tun uns alle nichts. Die sind total lieb. So. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Karte ein bisschen an. So, hier haben wir wieder so einen Riesenbaum. Na, da hinten ist ja die eine kleine Insel, die wir letztes Mal gesehen haben. Da drüben ist ja Sand. Die kleine Insel sieht echt nett aus, ne? So. Ich würde mir ja gerne mal die Sandinsel anschauen. Lass uns einfach mal rübergehen. Oh, jetzt können wir auch gucken. Oh, ich muss da oben. Die ganzen Haie hier im Wasser. Sieht ja schon nett aus, ne? Wir sind mal hier rauf und... Nett gemacht, nett gemacht. So, jetzt lass uns mal mit dem Schwert in der Hand. Geht, tun wir jetzt schwimmen. Schauen wir uns mal drüben die Wüstenwelt an. Einfach mal, um uns die Gegend hier anzugucken. So. Guten Tag. Oh, guck mal. Da drüben sind andere von diesen Ständern. Gehen wir mal hin. Das sieht halt schon ein bisschen anders aus. Von der Welt. Wölfe sehe ich gerade. Genau, hier ist ein trockenes Gras. Huch, nicht springen. Und hier sind diese Türme. Ich glaube, da oben ist Rubin drin. Okay. Wandern wir mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier sind auch helle Bäume. Okay. Das ist auch ziemlich schön, ne? Dass die Vielfalt vom Bauen. Sollen wir mal das Schwert aus der Hand legen? Ein Inventar? Nee, geht gar nicht. Ach, guck mal, so. So kann ich das Schwert aus der Hand legen. Dass ich auch mal zwischendurch was einsammeln kann, wenn, damit ich sehen kann, was es genau ist. Da ist der Hirsch. Ich glaube, es wird auch gleich dunkel. Oben ist wieder ein Hirsch. Also das mit dem Himmel ist echt schön, ne? Der sieht echt aus wie draußen. Muss ich ja mal sagen.
Sehr schön gemacht. Oh, guck mal, ein Haus. Oh, das ist wie so ein kleiner Tempel. Guck mal. Ja, wenn wir jetzt gucken, das dürfte Rubin sein. Komme ich daran? Gucken wir mal in die Tasche. Ehe war nicht Inventar, ne? Ja, wir haben, brauchen ja kein Inventar. Ohne. Oh, sehr interessante Gebilde. Schaut euch das mal an hier. Oh, es wird dunkel. Aber hier stehen so einige davon rum. Oh, ich fand den Mond fand ich ja letztes Mal schon so schön. Schaut euch das an. Da ist ein Hirsch drin. Das ist auf jeden Fall, wo wir die Sachen herbekommen. Auf jeden Fall diese. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich heute einfach mal eine Führung der Map mache. Und beim nächsten Mal werden wir dann schauen, was wir so Schönes zusammenbauen können. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, was ich mal versuchen soll zu bauen, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, das umzusetzen. Und habt ihr ja gesehen, also wir haben ja jetzt noch nicht so viele Sachen, die wir machen, die wir haben. Habe ich jetzt das Schwert weggeworfen? Hört sich gerade so an, ne? Ah, guck mal. Also mit dem Mausrad kann ich halt aussuchen, was ich nehme. Sehr schön aus. Ich glaube, das ist schon eine ganze Ecke gelaufen. Was mir aber auffällt, ist, dass ich meine Miezekatze nicht habe. Ja, im Normalmod bekommt er ja eine Musch, so eine kleine Miez. Oh, guck mal, da hinten ist Schneegebiet. Das schauen wir uns noch an, oder? Können wir fliegen? Nee. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ihr habt ja im Einwahlbildschirm auch gesehen, wir können auch eine flache Ebene schaffen. Das ist natürlich, wenn man jetzt viel bauen möchte oder einfach nur kreativ was zeigen möchte, ist natürlich Flat World super, ne? Aber wir wollen ja hier einmal die Gegend zeigen. Also sehr schön gemacht. Sehr schön. Für ein Early. Sehr, sehr schön. Da hinten ist das das gleiche. Ja, das ist das gleiche. Ich glaube, wir haben gerade Schlafmusik. Hört ihr das? Ist ja süß. Naja, für nachts passt es ja irgendwo, ne? Entschuldigt, meine Nase ist so ein bisschen. Bisschen zu. So, wir haben es gleich geschafft. Rennen kann ich leider nicht. Also so wie ich jetzt laufe, laufe ich schon schnell. Und ich würde sagen, ich glaube, es gibt auch nur noch das Eisgebiet hiernach. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Hört ihr die Musik? Die erinnert so einige Musikstücke erinnern an was, ne? Dim, dim. Dim, 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 dim. Sehr schön. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich glaube auch, wenn man das erste Mal hier ist und einfach nur bauen möchte, ist der Creative Mode auch, also der Friedlich Mode, auch genau die richtige Sache. Ihr habt ja bei der letzten Folge von mir gesehen, wie oft alleine nur ein bisschen beim Einsammeln von Materialien ich von der Seite angefallen
wurde. Und ich glaube auch, dass es eine ganze Zeit dauert, bis man sich Waffen bauen kann. Und wieder der Schnuppes. So, ich würde dann sagen, dann gehen wir mal hier runter. Und da drüben über den Schrand nach in die Eiswelt zu kommen. Und dann schauen wir uns die mal an. Guten Tag, der Herr. Nabend und tschüss. Ich glaube, wir rutschen jetzt hier mal runter, wa? Juhu, passiert ja gar nichts. Ja, ist ja kreativ, ne? Das würde mich jetzt wundern, wenn mir da was passiert, wenn ich hier runterspringe. Aber ist sehr schön, oder? Auch der. Ah, guck mal, jetzt zeigt er auch an, was es ist. Na, jetzt gerade eben hat das angezeigt. Na? Baum. Das ist schön. Baum. Du müsstest eigentlich hier auch. Stein? Nö, das macht er nicht. Das macht er nicht. So. Wir sind am Strand. Ich würde sagen, wir schwimmen mal rüber. Und dann schauen wir uns mal das Eisgebiet an, wa? Du solltest nicht springen. Anscheinend tut das doch. Naja, dann springen wir halt ein bisschen. Oh, ist das nicht. Oh, sieht das nicht geil aus? Guckt euch das an. Mein lieber Scholli. Ist das schön. Ich muss echt sagen, für einen Early, sehr frühes Early, ist das schon sehr, sehr schön. Wie sieht es unser Wasser aus? Gucken wir mal. Oh, ist das so nett, ne? Mit dem weißen Boden. So, was ist das hier? Hoch. Guck mal, also ist auf jeden Fall das Eisgras, Eisblöcke. Oh, ist das herrlich. Guckt euch das an. Ich hoffe doch mal, zum Reisen werden später übers Wasser natürlich auch noch Boote oder so gebaut. Da ist natürlich mit der Schwimmerei auch ein bisschen schwierig ist. Gerade für kleinere. Wie will man denn sonst hier rüberkommen? Guck mal, der Boden hat verschiedene Farben. So, da oben ist was Blaues. Das wird wahrscheinlich der Saphir sein, ne? Oder? Ja, das ist Saphir. Nett, nett. Nett gemacht. Oh, guckt euch das an. Also wenn das nicht geil gemacht ist, dann muss ich mal eben gleich. Zack. Also, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gefällt euch die Welt? Wir haben ja jetzt einiges gesehen. Die Wüste, den Wald und das Eisgebiet, Schneegebiet. Ja, ich weiß, es ist ein Baum. Aber hier tut er mir nichts zu bezeichnen, ne? Nee. Können wir nochmal. Auf jeden Fall schreibt mir mal rein, was ihr von diesem Spiel. Von diesen Welten haltet, wie euch das gefällt. Oh, guckt euch das an. Sieht ja, das sieht so schön aus. Eiswelt ist ja schon sowieso so ein bisschen, ne? Meistens hat es was Schönes. Oh, was bist du? Ein riesiger Block. Oh, da kann ich reingucken. Guck mal. Kann ich da reingehen? Da kann ich sogar reingehen. Hallo? Ein Iglu. Ach, ist das schön. Ein Iglu. War hier nicht gerade im Fenster? Hier. Cool. Da? Das ist so ein Fenster. Das ist ja mal witzig. Ein Iglu. Hier sind noch mehr. Cool. Hallo. Ich glaube, hier kann man sich auch wunderbar verstecken wegen den Tieren, ne? Weil hier sind ja auch so viele Wölfe. Das ist ja mal geil. Nett, nett, nett. Tolle Idee.
Oh, ich kann mich an diesem Bild nicht satt sehen, ne? Na gut, ihr. In diesem Sinne machen wir mit dem Creative-Modus erstmal hier Pause. Und sagt mir mal in den Kommentaren, sollen wir auch mal was bauen? Soll ich euch mal den Multiplayer zeigen? Das wäre vielleicht auch noch eine ganz nette Idee, bevor wir anfangen, was zu bauen. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Das war heute jetzt nur eins wie so eine Roomtour. Einmal zeigen, was es so gibt. Das, was ich jetzt die erste Zeit gesehen habe. Was haltet ihr davon? Oh, ist so schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke euch fürs Zusehen und bis bald.